Hey, Leutchens, und willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Wo wollen wir hin? Ach, hier geht's raus. Okay. Ich dachte, er woanders. Wir wollen jetzt hier irgendwo hin. Das ist gar nicht weit weg von hier. Dahin. Und möchten Medikamente zurückbeschaffen. Wir rufen wieder irgendein Auto und ich mag das Motorrad, deswegen rufe ich das. Und dann kommt es bitte an. Bezahlen wir dafür Geld? Achso, annehmen? Hey, ich glaube, dich kenne ich nicht. Hier ist Claire, erinnerst du dich? Barkeeperin im Afterlife. Oh oh, habe ich die Zeche geprellt? Alle reden von dir. Der Söldner, auf den man sich verlassen kann. So einen brauche ich jetzt. Okay. Ich brauche einen Fahrer. Straßenrennen. Komm in meine Werkstatt, dann erfährst du mehr. Wo ist deine Werkstatt? Arroyo, Valley Street. Hübsch dort. Kann man nicht weggehen. Alles klar, ich komme hin. Falls ich nicht da bin, wenn du kommst, warte einfach. Bin nach meiner Schicht im Afterlife da. Okay, bis dann, Claire. Okay. Ich glaube, bei Rennen könnte ein bisschen schwierig werden. Also das Fahrverhalten nicht meins. Wir gehen mal eben fix hier rüber, verlassen das Fahrzeug und ich möchte ein bisschen Zeug verkaufen, da wir einiges mit uns rumschleppen und nicht alles benötigen. Und damit wir Platz haben für neuen Scheiß, verkaufe ich erstmal den alten Scheiß. Die haben ausgerüstet, die nicht, aber den restlichen Kram, der kann dann weg. Wenn wir dann irgendwann mal genügend Geld haben, machen wir den Kram kaputt, dass wir halt selber gute Waffen herstellen können. Sofern wir denn da... Ach komm, jetzt machen wir ihn kaputt. Die Sachen haben wir, glaube ich, auch ein bisschen was. Ich habe meine Hose angezogen. Eigentlich ist das, was wir vorher hatten, besser. Aber ich wollte nicht die ganze Zeit in Unterwäsche rumrennen. Deswegen. So. Okay. Der hat mir echt nur seinen Kram mitgebracht. So. Okay, weiter geht's. Wo kommt das her? Um Gottes Willen. Hey, neue Mission. Wir machen mal was mit... Halt, jetzt muss ich wieder gucken, welche ich hatte. Nein, wir wollten hier rein. Und wir hatten... Nebenmission, hatten wir die? Nein, das war's mit dem Kampf. Wir hatten eine hier unten. Mit dem Rücken zur Wand, glaube ich. Genau, die hatten wir. Kann ich drauf gedrückt und trotzdem gewechselt. Das ist anstrengend. Doch, hier hoch wollen wir. Ich glaube, wir sind bald gleich da. Wobei. Machen wir das nächste Mal dann. Virus in meinem Kernschaden.
Bitte, 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 bitte. Ja, wir gehen aber erstmal hier hoch. Hast du eine Kippe? Nee, nicht Trauer. Voll uncool. Hörst du nachts das Jaulen? Ein sterbendes Tier. Nicht so laut. Kann nicht die Polizei rufen, sonst kommen die Tiger. Okay. Nein, noch weiter hoch geht's nicht. So, hier, eins, achso, müssen wir irgendwas starten. Jetzt komme ich auf E9. So, brechen wir das mal kurz ab. Versuchen wir es noch einmal. Ach nee, es war schon. Ah, schade. Ah, cool. Hat sich gelohnt. Wow. Dramatische Musik. Uns dann den Weg frei kämpfen müssen. Man weiß es nicht. Wir nehmen echt jeden Scheiß mit. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Auch so ein Zauberwürfel. Der dritte Aschenbecher. Na, vierter. Haben wir davon eigentlich irgendwas, also dass wir noch ein paar Hintergrundinformationen bekommen? Ah, da auch noch Munition. Brauchen wir. So, und weiter geht's. Hier kommen wir nochmal hier in den Raum, wo wir gerade eben schon waren. Wobei wir nur in den hinteren Bereich waren. Ah, cool. Gucken gleich hoch. Machen das mit unten weiter. Nehmen wir so kleine Feuerzeuge mit. Mögen wir unheimlich. Was? Nö. Ich denke, oben wird es dann noch ein bisschen interessanter werden. Oh. Warum können wir das nicht mitnehmen? Oh, neue Hose. Ob man eigentlich auch hier sich Karten kaufen kann? Aber gefühlt finden wir nach 4 Minuten nach neue da. Brauchen wir keine kaufen. Können wir uns das Geld sparen. Ja. 5, 5, 5, 5, 5. E9. Sehe ich nicht. Ach komm. Achso, halt. Ach, scheiße. Verzeihung. Gut. Gehen jetzt hoch. Unten gab es nichts.
Oh, was bist du denn von der Riesen? Keine Ahnung. Fünfter Aschenbecher? Man weiß es nicht. Wir haben schon ein paar. Rede ich nicht vorher immer. Wir laden nochmal und rennen nochmal neu durch. Genau, kommt gleich wieder. Hallo. Hier bin ich wieder. So, wir waren gerade eben schon mal hier. Und ja, ging nicht ganz so gut, beziehungsweise doch, ging gut. Aber wir hatten ja, ich hatte dummerweise zuerst auf den geschossen, bevor ich mit denen geredet habe. Muss man das mal andersrum angewöhnen. Deswegen sind wir noch einmal da. Und machen das nochmal neu und ich hoffe, diesmal klappt es besser. So. Jabadabado. Wir haben hier die 55. Ach, schade. So. Ja, unten gab es eigentlich nichts. Ein bisschen Kram. Aschenbecher habe ich schon ein paar mitgenommen. Auch gerade eben wieder. Deswegen machen wir also ein Stückchen schneller, weil hier unten war echt nichts. Das hatte ich jetzt zwar nicht mitgenommen. Ich glaube, brauche ich auch nicht. Das war nicht so interessant. Den Würfel auch. Dann das hier. Das da. Zack, nochmal hier reingeschaut. Komisch rumgeguckt. Festgestellt, wir sind bestimmt sonst über die Feuerleiter reingekommen. Ohne die Fähigkeit. Hier war noch ein bisschen was. Wobei, das habe ich auch vorher nicht bekommen, aber habt ihr ja schon gesehen. Das mitnehmen, das mitnehmen. Aschenbecher, sehr wichtig. Wir versuchen nochmal das hier hinten. Hat leider auch nicht gepackt, dass wir das alles drei geholt haben. Deswegen haben wir einen neuen Versuch. Gut. C155. BD. C1. Ah, schade. 55. Okay, haben wir nochmal einen Versuch? Bestimmt. Also beim letzten Mal habe ich zumindest irgendwas geholt. Aber jetzt haben wir gar nichts gemacht und ist ja auch nicht verkehrt. Wir fangen wieder an mit C1. C1, 5, 5. Okay, doof. Aber gut. Haben wir da auch wieder ein bisschen was bekommen. So, dann sind wir nach oben hin verschwunden. Okay. Ja, wieder ein bisschen was mitschnappen. Das Aschenbecher wieder ganz wichtig. Das. Hier war nichts. Hier war der Typ. Okay. Denn da nur? So, also wie gesagt, hier war der Typ. Und ja. Was ist denn hier zum Öffnen? Das hier? Halt! Ja, okay. Aber Vorsicht mit dem Abzug. Wie hast du mich gefunden? Ist ein Auftrag von einem Fixer. Nichts Persönliches. Gib mir die geklauten Meds und ich bin weg. Geklaut?
Das Baloperidol wirkt nicht. Also, wer klaut hier von wem? Wer? Ripper Dogs. Die sind die Verbrecher. Baloperidol? Für Cyberpsychose? Ich bin nicht irre, verdammt! Ganz ruhig. Klappe! Geh weg! Wenn sie bei dir eh nicht wirken, gib sie doch einfach mir. Du bist so wie die! Ripper, Politiker! Genau wie dieses Arschloch Haut! Mir fallen da schon Unterschiede ein. Schnauze! Der Bastard hat von der Forschung gestohlen! Dem sind die Kranken scheißegal! Aber bald finde ich ihn. Kalt. Ah. Ein toter Politiker ändert überhaupt nichts. Doch! Diese glatzzüngigen Teufel werden es danach nicht wagen, ihr Volk noch einmal zu betrügen! Schluss damit! Mir reicht's! Die können uns nicht so behandeln! Die dürfen uns nicht mehr benutzen! Es ist Wahlkampfsaison. Der Erste, der nach Holz tot die Antipsychoschiene fährt, gewinnt die Wahl. Nein. Nein, das ist nicht wahr. Die Leute werden das verstehen. Das System wird zerfallen. Die werden dich jagen. Dich und alle von deiner Sorte. Cyberpsychoterrorist auf der einen Seite, medienreitende Politiker auf der anderen. Wer wird da wohl gewinnen? Geh. Geh. Du weißt, ich kann nicht ohne die Metz. Da drüben. Ich will allein sein. Ah, cool. So, schön. Teufel. Also nicht schön, ich glaube, denen geht's echt nicht gut. Aber gut, dass wir das ohne Gewalt gelöst haben. Bin ich ein bisschen stolz auf mich. War das gerade ein Schuss? Okay, wir gehen einfach weiter und... Ah, das war kein Schuss. Wir sind irgendwo davor gekommen. Nicht, dass er sich doch noch umbringt. Und uns. Nein, wir werden ihn. So, Jungs, muss los. Wir sehen uns. Und... Warum steht das so da, wie es da steht? Was ist damit passiert? Wieder absteigen, es kommt wieder komplett die andere Taste. Blicke ich nicht durch. Komme ich nicht drauf klar. Verdrücke ich mich so oft. So. Sehr gut. Haben die Mission auch abgeschlossen. Freut mich. Okay. Ich bedanke mich. Ihr wisst, wie es geht. Gerne kommentieren, abonnieren, bei Däumchen da lassen. Das nehmen wir noch mit. Danke, Vi. War sicher nicht einfach, aber du hast das perfekt erledigt. Auftrag beendet. Ach, wird mir von ihr gelobt. Kam es jetzt nicht so häufig vor. Aber schön. Also. Gerne kommentieren, abonnieren, ein paar Däumchen da lassen und das nächste wieder einschalten. Das würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Chris. Bye.